Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. It's the English Man. Diese Woche Aerosmith and Janie's Got a Gun. Heißt übersetzt, Janie hat eine Schusswaffe. Und erzählt die Geschichte von einem Mädchen, das jahrelang von seinem Vater missbraucht wurde. Was hat ihr Vater ihr angetan? Welches Leid hatte er zugefügt? Sie sagen, dass er unter einem Zug lag, als Janie festgenommen wurde. Aber hey, er hat es wohl verdient. Jetzt, wo Janie eine Waffe hat, wird nichts so sein, wie es mal war. Nach jahrelangem Missbrauch hat Janie einfach genug. Lauf weg von deinem Schmerz. Ja, lauf einfach davon weg. Manchmal kann man nicht weglaufen oder will man auch nicht. Janie hat entschieden, nicht wegzurennen, sondern zu handeln. Janie hat eine Waffe und ihr Hundstag hat gerade erst angefangen. Und jetzt sind alle auf der Flucht. Was hat ihr Vater ihr angetan? Sie musste ihn ausschalten und ihn eine Kugel verpassen. Sie sagt, dass niemand ihr geglaubt hat. Der Typ war widerlich. Aber jetzt wird er nie wieder der Alte sein. Ein Song, der echt unter die Haut geht. Was heißt das auf Deutsch? Könnt ihr euch jederzeit nochmal anhören? Und zwar in der SAW Mediathek im Internet auf radiosaw.de. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.